Ja, jetzt sagt ihr was und danach mache ich eine kleine Führung mit dem einen und erzähle ihm mal, was sich in dem Haus verändert hat und was für eine Woche in diesem Haus sein wird und was nach einer Woche in diesem Haus nicht mehr sein wird. Okay. Benvenuto a tutti anche da parte nostra. Siamo molto felici che siete venuti anche se c'è la neve e non è così facile arrivare qui. Questo è il quarto appuntamento del progetto Critici e Complicity qui a Bolzano. Abbiamo iniziato giovedì scorso a Lungomare con una intervenzione di Anna Scalfi e di Dexter Sinister. Il progetto qui a Bolzano in collaborazione a Lungomare fa parte di un progetto più grande che è iniziato a novembre, il 10 novembre a Vienna con una mostra e continuerà a fine gennaio o finirà a fine gennaio con una serie di intervenzioni a Lubiana in collaborazione con la Galleria Scucci. Abbiamo anche pubblicato un libro che trovate all'ingresso che abbiamo realizzato insieme a Lungomare, allo studio di Wurzel, del quale siamo molto contenti, che consiste di una serie di testi teorici che erano importanti per noi nella concezione del progetto e poi presenta tutti gli artisti che hanno contribuito al progetto. Wir hatten jetzt wie gesagt schon drei sehr intensive, sehr spannende Abende und Tage mit den Künstlern, die wir jetzt hier eingeladen haben für diese Reihe in Bozen. Im Unterschied zur Ausstellung, die wir vor zwei Wochen in Wien eröffnet haben, war es uns hier besonders wichtig, wirklich die Interaktion, also den Austausch und auch diese ganz unmittelbare Konfliktstadt untereinander mehr zu testen als zu beantworten. Und wir haben da am ersten Abend dann das Ganze, wie gesagt, gerade schon erwähnt hat, eine Diskussion gehabt, ein Projekt von Dexter Sinister über Pressemitteilung und deren performative Aktivierung. Und dann am Freitagabend im Frauenarchiv eine sehr, sehr spannende Performance-Diskussion unter dem Titel What Will Our Nature Occurred Later? Und da kamen für uns auch nochmal ganz wichtige Impulse, auch über die Zeitlichkeit von Komplizenschaften, genau von diesen Handlungsabläufen, von Allianzbildung und sozusagen nonverbalen Vereinbarungen. Weil da gerade dann diesem Frauenarchiv uns die Geschichte sozusagen der Situation der Frau in Südtirol unmittelbar vor Augen geführt wurde, die Präsenz der Performance aber ganz klar nochmal uns auch wirklich ganz unmittelbar verdeutlicht hat, wie schwierig und auch wie intensiv diese Aushandlungen sein können. Und das Moment des What Will Our Nature Occurred Later auf die Zukunft gerichtet, auch für uns jetzt hier an diesem letzten Tag nochmal ein wichtiges Thema ist, wie können solche Beziehungen weiterentwickelt werden, was ist überhaupt ihr zukünftiges Potenzial und damit natürlich auch ganz eng verbunden, welches Ziel, welches Moment ist überhaupt diese Kritik, die wir natürlich niemals ohne unsere ganz großartigen Komplizinnen und Komplizen-Kollaborateure überhaupt hätten hier zustande bringen können. Genau. Olaf hat da ringraziato la signora Tabarelli, ma anche noi vogliamo ringraziare tantissimo Lungomare, che sono stati molto importanti nella concezione di tutta questa serie di interventi e anche proprio nella selezione dei luoghi in quali hanno avuto, dove hanno avuto luogo le varie intervenzioni, che sono dei luoghi che si trovano tra il pubblico e il privato. In questa zona grigia che è molto come adesso nella discussione della complicità e anche per questo poi nella discussione Angelica e Daniele hanno proposto proprio di lavorare in questo spazio nel quale ci troviamo adesso nella casa da Barelli. Ja, die Zusammenarbeit findet jetzt zum zweiten Mal statt in diesem Haus. 2008 ist das Buch von Roberto Giuliotti entstanden für die Universität Bozen. Wir haben im Rahmen dieser Buchpräsentation ein Konzert oder eine Bespielung, eine musikalische Bespielung dieses Hauses durchgeführt. Und wir freuen uns ganz besonders, jetzt das zweite Mal dieses Haus nochmals zu unterstreichen, diesen kulturellen Wert dieses Hauses zu unterstreichen und einfach auch mit dieser Möglichkeit zu spielen, was ist denn dieses Haus auch ein Display für kulturelle Veranstaltungen, für eine Ausstellung. Vielleicht könnte das ja auch in Zukunft, könnte sich die Nutzung dieses Hauses in diese Richtung ergeben, was uns natürlich sehr freuen würde. Ich möchte auch ringraziare tantissimo tutte le persone che ci hanno aiutato a realizzare il progetto qui.
qui, ma anche le serate precedenti, soprattutto Simone Maier, che è stata l'assistente per tutto il progetto dall'estate, e poi anche Maximilian, che ha assistito Olaf negli ultimi giorni qui nell'installazione del suo avant-garde, e Jan, che ha fatto le foto, Pablo, Tommaso, Irene, tutti quelli che ci hanno supportato. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Sponsoren für dieses Projekt, die Stiftung Südtiroler Sparkasse, die Autonome Provinz Bozen, die Kulturabteilungen und Alois Lageda, der uns die Raum zur Verfügung gestellt hat für heute und auch den Launen. Und herzlichen Dank auch an den Koch, Peter, der für uns dieses wunderbare Sonntagmittag-Menü vorbereitet hat. Poi ovviamente vogliamo anche ringraziare Ola per la sua intrapresenza e la sua come dire, volontà e complicità nel realizzare questo progetto e di entrare in questa avventura del signore. Danke, danke. Ja, also ich rede jetzt nicht Italienisch, ich rede Deutsch, also weil ich möchte, dass Sie nichts verstehen. Und meine Intervention, vielleicht haben Sie sich gefragt, warum das Chartres Jeune heißt. Also wenn Sie Französisch können, das ist das junge Karthaus. Man kann das natürlich auf das Haus beziehen. Und sagen, das ist ein Haus, was durchaus im Vergleich zu anderen Bauten, vor allen Dingen in der Umgebung, vielleicht relativ jung ist. Also, und das scheint ja auch eines der Probleme zu sein, warum das als besonderer kultureller Wert noch nicht wahrgenommen wird. Vielleicht braucht es noch so 200-300 Jahre. Und es ist aber auch ein Wortspiel. Es hat zu tun mit einem Schnaps. Ein Schnaps Jean, der nur mit A statt E geschrieben wird. Und es ist ein Schnaps, den finden Sie in einer Menüfolge eines Buches, was ich sehr schätze, von Walter Serner, das heißt Letzte Lockerung. Das ist ein Handbrevier für Hochstapler. Das heißt also, dann lernen Sie kennen, wie Sie Leute veralbern können zu Ihrem eigenen Vorteil. Oder wie auch immer. Walter Serner ist ein Dadaist gewesen, der 1920 dieses Handbrevier geschrieben hat, weil er enttäuscht war davon, dass die Dadaisten Künstler geworden sind. Also weil er dachte, darum geht es ja nun genau nicht. Und hat dann dieses Handbrevier geschrieben und er empfiehlt jedem, der praktisch dieses Handbrevier liest, vorher eine Nacht in einem guten Hotel und ein gutes Mahl zu sich zu nehmen. Und wer sich das nicht leisten kann, für den ist das sowieso alles verloren. Und wer sich da auch nicht mit Schulden belasten will, der hat eh keine Chance. Das ist eine Einstellung zu der ganzen Welt. Und als ich eingeladen worden bin zu dieser Ausstellung über die kritische Komplizenschaft, habe ich eben genau an dieses Buch zuallererst gedacht. Weil es darum geht, wie geht man mit Komplizen um und wer ist ein vertrauenswürdiger Komplize, wem kann man wirklich trauen, wem kann man nicht trauen und wie macht man einen Trick und wie kann man jemanden einschätzen, ob man ihn trauen kann oder nicht. Und das war für mich der Ausgangspunkt und das habe ich sozusagen mit diesem Wortspiel als Hintergrund für diese Intervention angeregt. Ich habe dann aber auch gedacht, was heißt es eigentlich als Künstler, wenn man über Komplizen redet? Und als Künstler denkt man vielleicht nicht in der Kategorie des Komplizen, aber man verhält sich wie ein Komplize. Man hat Freunde, man hat Feinde, man hat Leute, mit denen man lieber zusammenarbeitet, Leute, mit denen man sofort Bauchschmerzen kriegt, trotzdem zusammenarbeitet. Und es gibt also die ganzen vielfältigen Verwirrungen, die genau das ausmachen, was jeder im Leben irgendwo kennenlernt, sobald man mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Sobald man sozusagen kollaboriert, hat man das Problem. Und ich habe geglaubt, für mich wäre es ein interessanter Ansatz zu sagen, dieses Haus als Ausstellungsort dahingehend zu nutzen, das Thema der Ausstellung der kritischen Komplizen nicht einfach zu reflektieren, sondern wie so eine Animation zu nutzen, es vorzuführen und damit etwas zu erreichen, was einer bestimmten Intention, einer bestimmten Zielrichtung entspricht, nämlich das Haus in den Mittelpunkt zu rücken und vielleicht Aufmerksamkeit für dieses Haus zu erzeugen. Und deshalb habe ich Freunde eingeladen, Interventionen arbeiten, mir vorzuschlagen, die ich hier in dem Haus ausführen soll oder die ich hier installieren soll, die das Haus animieren.
immer eingedenk der Idee des Vertrauens, des Wissens und des Nichtwissens. Viele der Freunde von mir haben mir zum Glück Arbeiten gegeben, nicht heißen, ich gebe dir eine Arbeit, die stellst du da hin und die existiert irgendwie schon. Sondern sie haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht, dass etwas entsteht, was wie eine Camouflage funktioniert. Deshalb wird es auch keinen Zettel geben, wo sie Arbeiten finden, sondern ich mache mit ihnen eine Führung und ich erzähle ihnen das, wo die Arbeiten sind. Und Frau Tapparelli wird den nächsten Besuchern das genauso erzählen. Aber mehr wird es an Informationen nicht geben. Und was sie davon glauben, ist ihr Problem. Und was sie davon wissen wollen, ist auch ihr Problem. Sie können schon wissen, man muss nicht nur glauben, aber da muss man ein bisschen arbeiten dafür. Aber das ist ihr, das ist sich entscheiden, ob sie arbeiten wollen oder nicht genießen wollen. Das überlasse ich ihnen. Und deshalb mache ich jetzt mit ihnen einen kleinen Rundgang und erzähle ihnen ganz einfach, was ich hier getan habe und was mich manche Künstlerkollegen und Kolleginnen gebeten haben zu tun. Und bevor wir nach draußen gehen, gibt es hier schon eine Arbeit, die mitten auf diesem Tisch steht, wo wir zum Schluss dazukommen werden. Das sind zwei Arbeiten, das ist eine Arbeit von Andy Sala. Das sind diese drei Weinflaschen. Und zwar sind diese Flaschen aus dem, das ist Wein seines Vaters, aus dem Weingarten in Albanien. Und er hat ein Etikett gestaltet mit dem Bürgermeister von Tirana, mit Eddie Rama zusammen. Und dazu gibt es ein Brot, was ich gebacken habe, wobei ich allerdings eine Substanz hinzugefügt habe, die mir Carsten Höller gegeben hat, die, wenn sie das Brot essen, ihre Fähigkeit, andere Menschen sympathisch zu finden, stärkt. Das heißt, also sie sind etwas freundlicher. Wenn sie schon so viel Freundlichkeit haben, dass sie was anderes braucht, aber das kann ich nicht. Wir backen gerade das frische Brot, sodass das nachher, wenn wir den Rundgang zu Ende haben, ja, und am Eingang gab es auch, ich hoffe, das haben alle mitbekommen, einen Flyer, eine Arbeit von Laura Garcia. Der habe ich vor allem gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir diesen Cocktail-Empfang, diesen Mittagsempfang hier machen, weil es eben genau um die Geselligkeit geht. Denn wenn Sie mal nachdenken, es ist oft so, dass sehr viele wichtige Dinge geschehen in Situationen, die sehr en passant sind. Also in der Kunstwelt zum Beispiel finden die meisten wichtigen Entscheidungen beim Dinner statt, nicht irgendwo in einem Geschäftsraum. Dort wird es dann vielleicht abgeschlossen, aber das absolut Wichtigste ist die informelle Ebene. Und diese Geste wollte ich eigentlich hier auch sehr gerne wiederholen und da bin ich auch sehr froh, dass wir das so hinbekommen. Und jetzt müssen Sie ein bisschen laufen, danach gibt es auch was zu essen. Und wir beginnen da draußen und ich würde Sie bitten, mit mir da mal kurz rauszukommen. Und die erste Arbeit, die ich ausführen durfte, hat das mit einer anderen Figur. Jonathan Monk, der für sehr viele Wortwitze auch bekannt ist, hat mich gebeten, Gummistiefel, die er mir gegeben hat, anzuziehen und durch den Garten zu laufen, sodass sie vollkommen verdreckt. Und diese Gummistiefel, die haben Sie schon gesehen, bevor Sie hier ins Haus gekommen sind, die stehen in der Dorf. Das ist sozusagen die allererste Arbeit von Jonathan Monk. Und die wird auch für die Dauer der Ausstellung hier bleiben. Dass inzwischen auch noch ein paar andere Gummistiefel dazugekommen sind, ist ein Zufall. Das war nicht beabsichtigt. Das ist heute Morgen passiert. So, jetzt gehen wir hinein. Wie man auch in dieser Zeit spielen kann, die in der Zeit entstanden sind, als dieses Haus gebaut wurde. Also das ist der Soundtrack des Films Rosemary's Baby von Polanski. Und die Marvels of Invention von Frank Zappa und es gibt noch von Luigi Nono ein Musikstück für Carlos Zappa. Also das ist aber abhängig davon, wer das besucht. Das kann Frau Tapparelli entscheiden, ob sie die ganze Zeit diese Töne anhören möchte, weil das sind alle verschiedenen Frequenzen endlos Töne, die sie da spielen können. Diese Papiere sind Kopien von Dokumenten, die sich auf die Zeitgeschichte, die italienische politische Geschichte der 60er und 70er Jahre, also auf den italienischen Terrorismus beziehen. Und Elisabetta Menassi möchte, dass das verbrannt wird. Das ist, glaube ich, auch eine Geste, dass sie eine Frage stellt, ob man mit der Vergangenheit wirklich aufhören kann. Oder ob die Vergangenheit ununterbrochen präsent ist. Und diese Idee, die Zeit zu befragen, also zu fragen, was ist eigentlich Zeit, was ist Erinnerung, wie kann ich eigentlich wahrnehmen, was bedeutet es, wenn ich an etwas erinnere, was erinnere ich da? Das werden Sie bei ganz vielen Arbeiten in dieser Ausstellung finden.
Und in diesem Brief bittet er sie, oder schlägt er ihr vor, einen Gegenstand zu nehmen, den sie nicht so besonders mag, aus dem Haus herauszugehen und ihn durch eine geschlossene Scheibe zu schmeißen. Diese zerstörte Scheibe ist dann eine Arbeit von ihm, die sie auch behalten kann. Und ich habe das mit ihr heute Morgen besprochen und hat sie gesagt, das würde sie schon tun, wenn sie aus dem Haus auszieht oder was auch immer. Dann hat sie gesagt, ja, aber welche Scheibe denn? Und dann hat sie auch diese Scheibe gezeigt. Die würde sie gerne einschlagen. Also irgendwas scheint mit der Scheibe zu sein. Und dann habe ich eben dieses Schreiben auch dahin gehangen. In dem Raum hier befinden sich mehrere Arbeiten. Und auch mehrere, zum Beispiel Therese von Julietta Arendt. Die Frage ist natürlich, hat jedes Buch eine bestimmte Halbwertszeit oder ist ein Buch etwas, was über Dinge hinaus einen Wert hat? Oder sind die Zeiten, mit denen wir spielen, imaginär oder real? Und sie arbeitet sehr viel mit Zeitfallen, Zeitzonen, überhaupt der Idee der Zeit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier finden Sie jetzt im Schlafzimmer eine Arbeit wieder von Elisabetta Benassi, die ich dort oben hingehangen habe. Das Bild, was unten drunter steht, das stand dort schon immer. Das ist ein Foto aus den 70er Jahren der Familie Tapparelli. Und das, die Arbeit von Elisabetta Benassi ist auch aus den 70er Jahren. Es ist die Rückseite des polizeilich aufgenommenen Fotos, als man Aldo Moro gefunden hat. Praktisch der Renault Quattro. Und da ist die Beschreibung dieses Fotos. Also sie hat die Rückseite fotografiert, was ja auch eine Blickrichtungsgeschichte ist. Also Rückseite, Vorderseite, das hat aber auch eine Blickrichtung in der Zeit zu tun. Also vor und zurück. Weil sie schaut jetzt hier zurück. Und ich habe das kombiniert mit einer Aufnahme eines Familienfotos, was schon immer hier stand und auch im Schlafzimmer, also auch so ein privater Raum und ein öffentlicher Raum. Sie sehen vom Bett aus und auch von der Toilette aus noch eine Arbeit von John Armleder. Draußen auf der Mauer, nicht beschneit, liegt ein großer Kristallstein. Der hat sich vorher in dem Fernsehzimmer befunden. Dort liegt jetzt der Stein, der dort vorher war. So dass dieser Tausch, wenn Sie den kennen, ihm auch erlaubt, diese Innen- und Außenperspektive imaginär zu vertauschen. Oder Sie können sich auch auf die Toilette setzen und rausgucken. Das ist Ihnen überlassen. Also wenn Sie hier reingehen wollen, gehe ich jetzt mal raus. Dann können Sie da mal reinschauen. Und dann gehen wir hier weiter in den Gang. Da muss ich Sie auch bitten, vorsichtig zu sein. Das ist eine Arbeit, die auf dem Boden ist. Diese Arbeit von ihr ist eine Instruktion, man kauft diese Flasche. Das ausgesucht, und wie Sie sehen, habe ich einen genommen, der wirklich ideal funktioniert, weil da tritt man ganz sicher rein. Also das ist aber eigentlich nicht gedacht. Es ist eher wirklich so gedacht. Und hier ist John Armleder wieder. Diese beiden Bilder, die habe ich getauscht. Wenn Sie mal schauen, werden Sie erkennen, warum ich das gemacht habe. Von im Fernsehzimmer, da sage ich jetzt nur was, weil es wird zu voll. Da läuft das Video, wo ich praktisch den Mondigliani durch den Garten trage, das können Sie sich gerne anschauen. Dann hängt dort auch noch eine Arbeit, die er vielleicht mit einer anderen Arbeit getauscht hat. Und in der kleinen Vitrine hin zum Garten, da sehen Sie diesen großen Stein, der ursprünglich mal da draußen gelegen hat. Und der auch nach der Ausstellung wieder da hinausgeht. Also die werden wieder zurückgetauscht. Bei den Bildern, da hat Frau Tapparelli oft gesagt, das wird sie einfach so lassen. Das ist aber ihre Entscheidung, ob sie eine Arbeit von John Armleder braucht oder nicht. So. Das sind die Girlanden, die er in einem Foto verwendet hat, was aus der Serie Die Klause kommt. Die Klause ist so eine Fotoserie gewesen, wo er Fotos nachgestellt hat, die eine Klause dokumentiert haben, in der eine Gruppe von Leuten in einem Dorf sexuelle Gewaltverbrechen an Kindern begangen. Jetzt geht es in den Garten. Das können Sie sich überlegen, ob Sie mitkommen wollen. Ist nicht weit, aber Sie können es ja auch nachher noch allein machen. Wenn wir dann wieder zurückkommen, gibt es hier Besen, dass man sich die Schuhe sauber machen kann. Die eine Arbeit, die eigentlich ausgeführt werden sollte, die auch Frau Tapparelli später ausführen muss, ist eine von Jason Dodge. Das ist das hier. Also das sind Sachen, die dazu gebraucht werden. Eigentlich ist das die Arbeit. Jason Dodge möchte, dass Frau Tapparelli diese Samen im Garten ausbringt.
Er hat nicht gesagt, was es ist. Man würde es erst sehen, wenn die Pflanze wächst, also wenn sie aufgegangen ist. Da die Samen sehr toxisch sind, brauchst du die Handschuhe dazu. Das habe ich hier alles hier hergestellt. Und dann wird sie machen, sobald es möglich ist. Die Arbeit bleibt hier. Und draußen die Monika Bovicini arbeitet, da müssen wir jetzt darunter an den Baum gehen. Und wenn Sie möchten, können Sie da jetzt mit mir kommen. Ja, aber. 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 Ja, aber.